Und herzlich willkommen zu den Samstagsinfos. Ja, heute wieder etwas spät. Ich weiß jetzt nicht, wie spät das wird. Wahrscheinlich so 22, 23 Uhr. Wenn alles glatt läuft. Und ja. Heute ist der Stream ausgefallen. Da gab es einen bestimmten Grund. Und zwar war das der, dass Twitch einige Probleme hatte. Unter anderem wie zum Beispiel, also heute Morgen ging das sowieso nicht. Die ganzen Server sind instant abgekackt, auf jeden Fall bei mir. Und bis jetzt geht der Chat auch noch nicht. Also es lädt halt ins Endlose. Also die ganze Zeit lädt. Und da habe ich mir gedacht, das lohnt nicht. Ein Stream ohne Chat, das lohnt einfach nicht. Weil das ist halt nicht interaktiv. Das ist dann halt langweilig für die Zuschauer. Fast langweilig. Da ich sowieso noch einiges zu tun hatte für die Schule, habe ich das dann sein gelassen. Und ja. Dann, was habe ich heute noch gemacht? Genau, ich habe mein Modpack ist schon so gut wie fertig. Ich habe das jetzt, ein bisschen dran gesessen, um das fertig zu kriegen. Ich werde es, weiß nicht, wann ich das ja online stelle. Ich suche gerade noch nach ein paar Mods, die mir vielleicht noch gefallen. Hangar-Mod, da suche ich noch nach einem schicken. Und ja, wenn das fertig ist, lade ich das natürlich hoch und ja, ihr werdet davon erfahren. Zu YouTube, War Thunder, wie gesagt, liegt halt gerade flach. Planet Zeit kommt nächste Woche wieder. Competitive Heroes wird kommen, vielleicht schon mal die nächsten paar Tage wieder mal ein Video. World of Tanks, Let's Test, ist nächste Woche wahrscheinlich zu Ende. Also nächste Woche ist ja der letzte, der FCM, oder? Löwe, T826, T35, KV5, Jagdtiger. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, der FCM kommt dann noch und dann ist diese Reihe zu Ende. Was danach am Samstag ist, weil ich will das Samstag und Sonntag noch so als Special, oder was heißt Special nicht, sondern ich will da so besondere Projekte immer noch lassen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache sowas wie Panzerkunde. Das heißt, darin mache ich Tutorials zu verschiedenen Panzern. Jetzt mal an euch die Frage, habt ihr Interesse daran? Und dann am besten noch an welchen Panzern? Oder soll ich größtenteils über die Panzerreihe, sprich Tank Destroyer, schwere, mittlere, leichte Artillerie, obwohl Artillerie ja schon, es gibt ja schon Artillerie-Tutorial. Oder soll ich, das hatte ich auch noch überlegt, Hitzones der Nation. Es gibt ja jede Nation, die ja so ein paar Weakspots hat, gesagt. Hitspots, ja. Mischung aus Hitzones und Weakspots. Das soweit, also irgendwelche Guides speziell zu Panzern habe ich mir überlegt. Also das habe ich ja schon vor, ich glaube, einem Monat oder zwei Monaten mal gesagt. Und hier jetzt nochmal, weil das letzte Test ja bald zu Ende ist. Genau, das letzte Test-Fazit wird dann kommen. Und genau, letzte Test-Fazit wird, ich werde ohne Punkt, also ohne Punkte, und ich werde das Punktesystem nicht benutzen. Weil ich das da zu, es ist für mich zu viel Arbeit, das Ganze. Und es ist, finde ich, zu ungenau. Also, keine Ahnung, mir gefällt das Prinzip doch irgendwie nicht mehr. Ich werde das auch noch nach meinen Erfahrungen machen und euch dann einen persönlichen Tipp geben. Es ist alles dann meine Meinung. Müsst ihr darauf achten. Dann nochmal kurz, die Frage kam in letzter Zeit ziemlich oft. Ich glaube, weil ich das in einigen Videos erwähnt hatte. Und zwar, wie bekomme ich einen Premium-Panzer wieder? Irgendein Premium-Panzer. Also, im Forum gab es da mal einen Tweet für. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe ihn selber nicht gefunden. Ansonsten, ihr habt zum Beispiel einen Premium-Panzer verkauft, wollt den aber wieder haben, dann könnt ihr den Support anschreiben von World of Tanks. Das findet ihr auf der Homepage, oben links, Kundendienst. Und fragt, ja, könnten sie mir meinen Premium-Panzer wiedergeben, bla bla bla. Schreibt ihnen das halt, was ihr wollt. Und dann machen die das. Ihr braucht natürlich die Credits, die ihr damals bekommen habt für den Panzer. Und ihr könnt das beachtet bitte, nur einmal machen. Das heißt, ich kriege nur einmal einen Premium-Panzer wieder.
Aber eigentlich solltet ihr wissen, Kopf verkauft sowieso keine, auf jeden Fall keine Tier-8-Prämien. Verkauft die nie, 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 nie. Das rate ich jedem ab. Das ist nie, nie, nie. Nicht gut. Ja, dann Livestream 12 Stunden kommt. Nächster Part. Morgen, hoffentlich. Je nachdem, ich konnte heute wieder, wie ich auf Facebook geschrieben habe, nur 5-Sekunden-Parts machen und ja, die restlichen 10 Stunden in 5-Sekunden-Parts hochladen. Nee, da wäre ein bisschen viel. Leute, die jetzt, keine Ahnung, viel Zeit haben, können sich das immer ausrechnen, wie viele Videos das wären. Also 5 Sekunden durch 10 Stunden. Das wäre auf jeden Fall mehr als einiges. Und ansonsten, ja. Soweit so gut. Eigentlich zu YouTube. Oh doch, ich wollte eigentlich. Nee, das. Naja, sag ich jetzt nicht. Ah, passt schon. So, dann Events an diesem Wochenende sind. Ich weiß nicht. Ich finde, in letzter Zeit sind das so random Events. Es ist kein Pep mehr dahinter. Das ist immer das Gleiche. Das ist das Blöde. Das nervt mich so ein bisschen. Und zwar doppelte Mannschaftserfahrung. Okay. Das können sie meinetwegen immer machen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Stahlwand, 7000 Credits dazu. Auch gut, Medaillenjagd. Finde ich irgendwie ganz gut, dass sie es mal eingeführt haben. Und ja, finde ich okay. 7000, ein bisschen wenig, aber naja. Dann 50 bis 80, 50% Rabatt und 80% mehr Credits einkommen. Mit Panzer 4, Stuck 3, T70, T34, dem Russen. Su-76, Su-85. Dann 30% Rabatt und 30% mehr Einkommen mit T-34-85, K1S, IS, Su-152, Panther, Tiger, PZ-4, Jagdpanzer, PZ-4. Und das meine ich, das ist halt andauernd so und ich fände es cool, wenn er mal ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ich weiß zwar selber nicht wie, aber da kann man sicher noch irgendwas machen. Oder fragt die Community. Die werden wahrscheinlich alle Codes wollen, aber egal. Und dann noch Gagendeppel zu 50%. Das könnt ihr meinetwegen auch öfters machen. Das bringt, glaube ich, relativ viel. 50% Preisnachlass auf Zurücksetzen der Fertigkeiten eurer Besatzung. Kann man mögen. Brauche ich jetzt böse nicht. Ebenfalls nicht, weil ich das sehr, sehr selten mache. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ja, ich glaube noch nie. Naja, ja. Dann noch eine Neben-News, genau. Der YouTube-Channel von Russland für, also der Wolf-Tanks-YouTube-Channel von Russland hat die 1 Million Abonnenten geknackt. 1 Million, was ich schon extrem, klar, 1 Million ist schon viel, das ist klar, es ist, glaube ich, echt jedem klar. Aber für ein Spiel finde ich das extrem viel. Also für ein Spielhersteller, sag ich mal so. Oder Publisher oder sowas halt, ich weiß nicht, wie man sowas nennen soll. Klar, die machen ziemlich viel und ziemlich gute Sachen auf ihrem Channel. Ist in dem Fall auch Russisch, aber das gibt es ja auch im Englischen. Der Englisch hat leider nur nicht mal 150.000. Aber naja, sieht man mal, wie der Unterschied der Community ist. Zehnfach haben die russischen Mitspieler da mehr. Ja, es ist auf jeden Fall irre. Ich habe mal bei LOL geguckt, die haben, glaube ich, 4 Millionen, aber es gibt gar nicht so viele große Spiele-Channel von Publishern, die halt derart viele Abonnenten haben, weil 1 Million ist schon massig für sowas. Es ja, ist echt schon hart. Ja, als Dankeschön haben die russischen Spieler einen Bonuscode bekommen. Ich weiß nicht, was der beinhaltet. Ich kann das mal kurz gucken hier. Ba, 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 ob ich das finde, übersetzen, bitte. Ich finde es nicht. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist ein Tag Premium. Ein Tag Premium. Ich glaube, das war es auch schon wieder. Aber ich. Ja, ich glaube, ein Tag Premium. Naja. Was ich übrigens bei der russischen Seite extrem nice finde: Die Leute von YouTube werden unterstützt. Ich sehe das nämlich gerade aus einer Auswahl von YouTube oder einer Auswahl von Videos. Da sind halt ein paar Videos dabei. Finde ich echt gut. Das freut einen doch, wenn die Leute unterstützt werden. Ja.
Läuft. Das war's eigentlich soweit. Ja, das war's soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.